Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Die Informationen, die Tanya mitgebracht hat, waren von unschätzbarem Wert. Würden Sie das nicht auch sagen, Stavros? Ja. Unsere Analyse ist fast fertig. Nein, 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 bleiben Sie sitzen. Ich bin spät dran. Es tut mir leid. Meine Uhr ist kaputt. Professor Einstein. Ja. Es ist mir eine Ehre. Aha. General Nikos Stavros. Angenehm. Professor, darf ich Ihnen den Commander vorstellen, der Sie gerettet hat? Ah. Commander, das ist Professor Albert Einstein. Ja, ja, sehr aufregend. Diese Aufklärungsbilder wurden in einer G-Zone nahe der Ägäis gemacht. Professor, können Sie vielleicht irgendwelche Details interpretieren? Ja, nach allem, was ich gelesen habe, ist das Stalins Hauptforschungslabor. Die arbeiten an einer neuen Art von Abwehrwaffe. Oh ja, 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 genau das ist sie. Der eiserne Vorhang. Er basiert auf Teslas Theorie von schwingenden Molekülen unter der Einflussnahme ja, einer besonderen... Was genau tut der eiserne Vorhang? Tun? Naja, nach der Theorie macht er offenbar Gegenstände unverwundbar. Ein Fahrzeug oder Gebäude, das diesem Effekt unterliegt, ist theoretisch nicht mehr zu beschädigen. Unglaublich! Ich wusste ja, dass Teslas Experimente mit solchen... Vielen Dank, Professor. Das ist alles, was wir wissen wollten. Wir können nicht zulassen, dass die Sowjets weiter nach diesem Gerät forschen. Was wissen wir sonst noch über das Forschungslabor Stavros? Nikos, könntest du deine persönlichen Verluste mal für einen Moment vergessen, bitte? Ja, natürlich. Außer zur Forschung und Entwicklung dient diese Basis auch als Anlaufstation für sowjetische U-Boot-Aktionen, deshalb auch die starke Cyborg-Präsenz. Soweit wir das sagen können, wird hier der einzige existierende Prototyp des Eisernen Vorhangs aufbewahrt. Wir wissen allerdings nicht, ob er schon funktioniert. Commander, Ihr Auftrag ist klar. Verschaffen Sie sich Zugang zur Basis und zu den Labors und vernichten Sie alle Unterlagen und Prototypen dieses... Eisernen Vorhangs.